Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Splatoon. Wir sind ja jetzt endlich Level 28, darum müssen wir jetzt beweisen, dass wir uns diesen Level auch verdient haben. Sort of. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns schlagen werden. Ich kenne wenigstens die Welt nicht wie beim letzten Mal. Ich liebe dieses Lied. Wow. Ich habe gerade meine Tasten nicht mehr im Kopf gehabt. Wie werfe ich Items? Wow. Ich muss kurz nochmal die kleine Schultertaste raus. Ich bin gerade noch nicht richtig wach, habe ich das Gefühl. Haben wir uns das nicht verdient, dass wir Level 28 sind? Puh. Okay, gut. Okay, das ist mir zu wild. Oh, finally. Ich häng fest. Was bist du denn für eine Waffe? Wow. Die habe ich noch nicht gesehen. Das war spannend. Das war nicht so gut. Okay, aber wir sind recht wild dabei. Wow. Oh, puh. Ah, wie geil das ist. Okay, die Runde ist gut. Wow. Da hätte ich jetzt gerne noch eine Bombe geschmissen, bevor das passiert ist. Wie sieht's denn aus? Ah, das ist recht okay. Aber ich möchte mal erstmal hier kurz was machen. Ich möchte mal hier kurz alles einfärben. Das gefällt mir nicht so. Und wir waren gerade in Gefahr. Das habe ich genau gesehen. Ah. Was bist du denn? Der Kensal 3 Tintenwerfer. Das müsste eine von den neuen sein. Die schießt interessant. Die schießt sehr scharf. In erster Linie. Aber wenn man gut damit ziehen kann, ist, glaube ich, jede Waffe gut. Wow! Okay, ich wusste nicht, dass man das werfen kann. Das ist krass. Ultra-Stempel. Das ist nice. Also, sort of. Krass. Okay, wir werden ziemlich eingeseift, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Neue Dinge zu entdecken. Nice. Puh, okay. Oh, Cupcake, nein. Okay, gut, das war jetzt vielleicht etwas übertrieben. Ah, wir sind so in Gefahr, das können wir, glaube ich, nicht mehr reißen. Wir haben die gleiche Idee gehabt. Na gut, das haben wir jetzt definitiv verloren. Wir haben schon 30%, wenn überhaupt. Ah, denen gehört die gesamte Mitte, das ist bitter. Ach, 39, wir haben sogar fast 40. Na gut, vielleicht gar nicht so schlecht wie gedacht. Aber es war cool und den Mega-Stempel habe ich ja noch nie gesehen, insofern... Ich dachte, der ist nur am Boden. Na, die Punktzahl ist auch okay. Na gut, haben wir vielleicht einen Effekt? Ja! Na, welchen haben wir denn? Schneller Respawn, glaube ich. Okay, nächste Runde! Ich glaube, das ist die mit den Ventilatoren. Ja, das ist die. Gut, wenigstens kenne ich die Stages erstmal. Ich habe jetzt auch einmal die Lautstärke vom PC kurz von 100% auf 60 noch runtergestellt, damit ich mir nicht das Trommelfell wegreiß. Okay, also wir schauen mal, ob wir verstehen, wie man diese Map am besten spielt. Okay, das kann man schon mal nicht einfärben. Ich wollte eigentlich rüberspringen. Gut. Bevor wir die Map verstehen, muss ich vielleicht erstmal meinen Charakter verstehen. Das Ding ist ja übelst krass. Das war vielleicht gar nicht so klug. Oh, warte, wer hat die Wand jetzt nach oben bewegt? Meine Bombe? Ich glaube fast nicht. Ah, wir können aber gleich hier vorne was machen. Das ist gut. Oh, ich liebe das Lied, das ist extrem geil. Ach, die Leute, die diesen Splatoon 2 Soundtrack machen, sind so geil, echt. Ah, der verfolgt einen auch noch. Ah, der Spieler hängt da noch dran. Oh. Und dann kann man ihn noch werfen. Das ist ja geil.
Okay, das ist echt krass. Bin überzeugt von dieser Fähigkeit, also von diesem Special. Wo ist es, das Special? Ja, bestimmt. Das ist zu krass dafür, dass es nur eine Sekundärwaffe ist. Okay. So, unser Special ist wiederum voll. Das ist schick. Ah, das gibt es doch nicht. Das ist echt gar nicht so einfach. Und das Ding färbt übelst viel ein. Vielleicht kann man sich nicht mehr anhalten und seine Richtung nicht schnell ändern. Das ist vielleicht möglich. Also irgendeine Schwachstelle muss ja dieses Special haben. Oh. Ich möchte es doch gerne jetzt schon wissen am besten. Okay, ja, wir warten mal. Okay, wir versuchen das mal klug zu machen. Ah, ich wollte mich gerade noch in die Sippi-Sphäre drücken. Ich habe die Taste schon gedrückt. Ah, Kapkacke. Wie gemein. Ich spring mal ganz kurz zu dir. Okay, zurück. Wow! Färben. Oh, ich habe mein Special voll. Wow. Oh, schade. Das war bitter. Aber wir haben uns trotzdem gut geschlagen. Ja, 37. Andererseits haben wir uns schlechter geschlagen als vorhin. Hm. Na gut, macht ja nichts. Wir sind mit 981 ein bisschen besser als vorhin. Das ist ganz gut. Okay, gut. Ah, die sind echt stark von den Punkten. Dann machen wir jetzt noch die dritte Runde. Vielleicht würfelt es uns ja in einer anderen Konstellation zusammen. Vielleicht gewinnen wir ja das letzte. Bis gleich. Okay. Die Buckelwallpiste. Mal sehen, ob wir es jetzt diesmal schaffen. Das wäre schon nice. Beim letzten Mal waren wir hier ja besser. Ah, Kapkacke ist im Gegnerteam. Wenn ich das schon wieder sehe. Ja, wir färben mal. Ja, färben wir viel hier hinten ein? Ich bin mir unsicher, ob das klug ist. Ja, ich glaube, ich färbe einfach so viel wie möglich überall ein. So. Ein Blubberwerfer. Damit kann ich jetzt zum Beispiel schon gar nichts anfangen. Ist das jetzt was Gutes? Ist das was Schlechtes? Das ist das Special von dem anderen, ne? Ah. Oh, wir haben die leckere Farbkombination. Das sehe ich jetzt erst. Ah. Da bin ich gestorben. Da haben sie eingefärbt. Okay. Ich kann... Ah, bist du safe? Du bist safe. Okay. Oh, ich lebe noch. Ich muss mich erstmal ganz kurz retten. Irgendwie. In eine nicht ganz so tödliche Gegend. Das war nicht ganz so untödlich, aber... Oh, wir sind in Gefahr. Mist. Das ist bitter. Ich meine, das bringt jetzt nicht wirklich viel. Ich will nur mein Special irgendwie vollkriegen. Wow. Ah, ich wollte ihn eigentlich wegschießen, aber vielleicht hätte ich nicht vor ihn springen sollen, sondern lieber hinter ihn. War übrigens mal wieder der gleiche. Nach links. Weil böse Farbe. In der Basis. Nicht gut. Wo kam das denn her? Achso, der hat bestimmt geschwungen. Ja. Ach so, wie hier jetzt auch. Das habe ich nicht wahrgenommen.
Ach, das ist alles ganz bitter gerade. Ich glaube nicht, dass diese Runde besser läuft. So, mein dumpfes Gefühl sagt mir, das ist nicht der Fall. Andererseits könnten wir das vielleicht gerade noch reißen. Gut. Es war besser als gedacht. Aber wir haben bestimmt trotzdem... Oh, andererseits... Zeig mir die Wertung. Wow! Nice one! Oh, schön. Cool. Boah, ich bin mit 1100 das Schlechteste, das ist traurig. Ah, uns Wacker geschlagen, krass. Cool. Na dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte bewerten, kommentieren und vielleicht mit euren Freunden teilen. Ein ganz großes Dankeschön an meine drei Patrons, die mich und diesen Kanal finanziell unterstützen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Bye!